Ey, das Video ist von Wash. Wash. Okay, keine Ahnung, Mann. Der macht auch so Meinungsvideos, ja. Deswegen kommen wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Mein Problem mit Twitch im Jahre 2021, bla bla. Und ja, heftig. Ja, jetzt wird auf jeden Fall Twitch auseinandergenommen. Auf der Plattform Twitch hier, ja. Twitch ist wohl die größte Streaming-Plattform auf der gesamten Welt. Weltweit konsumieren 1,5 Millionen Nutzer zu jedem Zeitpunkt die Plattform. Doch es gibt wirklich Sachen, die mich so unglaublich stören an dieser Plattform. Deshalb seht ihr heute meine persönliche Meinung, warum Twitch im Jahre 2021 in meinen Augen einfach nur komplett lost ist. Nicht die Plattform an sich oder die Menschen, die Twitch konsumieren, sondern Twitch selbst. Ihr werdet schon verstehen, was damit gemeint ist. Und damit, let's go. Mein Problem mit Twitch im Jahre 2021. Bitte nicht wir brauchen sehr. Uns nichts vormachen. Twitch ist natürlich die geilste Plattform zum Streamen. Und ja. Auch ich nutze Twitch regelmäßig. Ja. Das soll auch kein Hate-Video werden gegen Twitch und alle Leute, die Twitch benutzen. Eher zähle ich jetzt Sachen auf, die mich nerven und stören. Und die genauso andere Streamer und auch Zuschauer vielleicht stören und auch nerven. Und zwar kommen immer mehr Frauen, die Twitch verwechseln mit OnlyFans. Content, welcher definitiv nicht für zum Beispiel Minderjährige gedacht ist. Diese Streamerinnen kennzeichnen dann auch noch nicht einmal, dass diese Streams eher für Erwachsene geeignet sind. Zielen sich dann auch noch freizügig des Todes an. Und was passiert am Ende? Richtig, nichts. Nichts passiert. Kein Bann, keine... Ihr müsst euch das mal überlegen. Da sind Leute, die gucken sich eine Person an, wie die im Pool chillt und sich ein schönes Leben macht. Und diese Person macht halt nichts, außer irgendwelche Namen auf eine Tafel zu... Also wirklich gar nichts, bringt auch gar keinen Content einfach so, ne? Die sitzt halt einfach im Pool und schreibt halt irgendwas auf eine Tafel hinten, dann war's das. Oder auf den Körper, ja. So, deswegen, liebe Freunde... Mache ich mich jetzt frei. Und der Nächste, der mir 500 Euro überweist, den schreibe ich auf meinen Unterarm. Jetzt bin ich gespannt. Bei wem das zieht. Ja. Eine Verwarnung, gar nichts. Die werden noch belohnt mit der Twitch-Partnerschaft. Was ich wirklich absolut gar nicht verstehen kann. Um ein Twitch-Partner zu werden, musst du 3 Anforderungen innerhalb von 30 Tagen erfüllen. 25 Stunden live gewesen sein, an 12 verschiedenen Tagen gestreamt haben und in diesen Streams durchschnittlich... Ja. So wird man zum Partner. Guckt euch das an. Das ist der Weg zum Partner. Streame insgesamt 25 Stunden lang. Safe, ist bei mir definitiv drin. Streame an 12 verschiedenen Tagen. Bei mir immer. Bei mir auf jeden Fall. Ja, ich bin da sehr aktiv. Also das im Monat, ne? Habe im Durchschnitt 75 Zuschauer. Ja. So. Jetzt gucken wir uns mal bitte die Scheiße an hier. Weil ich finde, dass hier wird zu Unrecht, ja, wird mein Kanal klein gehalten. Wer ist Twitch-Partner, wäre schon ganz, ganz groß geworden. Okay, gut, jetzt die letzte Zeit, diese Woche habe ich durchschnittlich 116. Okay, dann kann ich verstehen, dass es... Ja, aber diese Woche? Wir machen diesen Monat 143 Zuschauer, okay? Wir haben jetzt seit... September, ne, seit Oktober hier, haben wir 111 Zuschauer, dann 97, 152, 174, 138, 140, 175, 117, 116, 130, 120 und 155. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, achso, ihr seht es gar nicht so richtig, ihr könnt mir hier nicht erzählen, dass ich die Sachen nicht eingehalten habe. Und guck mal, wie lange ich hier auch gestreamt habe. Ich habe hier einfach 111 Stunden gestreamt. Hier 93 Stunden, hier 69 Stunden, hier mal ein bisschen weniger, weil ich im Urlaub war und danach noch krank war. Ne? Aber jetzt hier auch wieder 42 Stunden bisher und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich hier nicht Partner werde. Das ist ein Armutszeugnis. Leute, sogar hier Riesen-Streamer folgen mir. Riesen-Streamer, die alles erreicht haben im Leben. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass ich hier klein gehalten werden sollte. Ja, das ist unfair. Also, ich finde, man sollte große Grab unfair singen. 75 Zuschauer gehabt haben. Okay, wir sehen es ja tagtäglich, dass sehr viele Streamer, die über 75 Zuschauer durchschnittlich haben, keine Twitch-Partner sind. Wie kann es sein, dass diese Streamer keine Partnerschaft haben, aber Streamerinnen, die Twitch mit OnlyFans verwechseln? Hier sehen wir mal als Beispiel die ersten Streamer mit über 75 Zuschauer, die ich gesehen habe auf Twitch und ob sie eine Partnerschaft haben und dann die ersten Streamerinnen, die solchen OnlyFans-Stuff machen und ob sie Twitch-Partner sind. Hier der Vergleich. Stopp, jetzt müssen wir aber erstmal ganz kurz gucken, warte. Und ob sie Twitch-Partner sind. Hier der Vergleich. Okay, also er hat 104 Zuschauer. Er hat 97 Zuschauer. Er hat 82 Zuschauer. OnlyFans-Streamer, die hat 1700 Zuschauer. Die hat 3200 Zuschauer.
Die hat 1999. Wir sehen. Da muss man jetzt an der Stelle sagen, aufgrund dessen, dass die Reichweite viel größer ist, lässt halt Twitch das eher zu. Also das würde ich jetzt gar nicht als großes Argument nehmen. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen schade, weil somit wird immer mehr so das Bild von Twitch gemalt, wie ja, da gibt es halt viel auch anzüglicheren Stuff. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil ich lieber auf einer Plattform sein möchte, wo es halt einfach cooler zugeht. Ne? Ich meine, man kann die Kategorie auch ausblenden und fertig ist. Ne? Man muss sich da jetzt nicht drüber aufregen. Man kann das auch einfach ausblenden. Das heißt, wenn ihr die Kategorie ausblendet, habt ihr danach auch keine Probleme mehr. Ihr seht es halt auch einfach nicht mehr. Also ich werde auch nicht mehr vorgeschlagen davon. Von daher, man sollte es jetzt nicht zu krass überbewerten, die ganze Thematik, ne, mit hier, dass das wie OnlyFans ist. Aber mir ist es auch aufgefallen, dass Twitch auch gerade solche Kanäle halt auf der Startseite immer vorschlagen. Bei mir immer. Real Talk. Also jetzt so, ich bin jetzt auf Twitch nicht auf der Startseite und gucke mir dann irgendwelche Kanäle großartig an. Aber immer wenn ich auf Twitch bin, wird mir irgendwas vorgeschlagen. Warte, wie schaut es jetzt gerade aus? Ah, das ist wieder gut. Ich habe auch lange nicht mehr OnlyFans gesuchtet, muss ich an der Stelle. Ich gucke mir generell nie OnlyFans an, aber. Nee, jetzt wird mir gerade tatsächlich auch mal nichts vorgeschlagen. Ja, das wundert mich. Okay, das ist komisch. Okay. Diese Streamerinnen sind alle Twitch-Partner. Man muss es ja so sagen. Bei den Community-Richtlinien steht, dass sexuell anzügliche Inhalte oder Aktivitäten ebenfalls verboten sind. Warum werden dann diese ganzen Frauen nicht gesperrt? Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Frauen, die solchen Content betreiben. Aber ich muss jetzt auch nicht jede zeigen und auch nicht, was die machen. Denn ich will nicht meinen YouTube-Kanal mit solchen Seuchen verschmutzen. Die anderen Streamer sind keine Partner. Das deutet ja im Endeffekt darauf hin, dass Twitch nicht jeden Streamer als Partner nimmt, sondern sich gezielt Partner aussucht. Aber wenn ihr schon nicht alle in eurem Partnerprogramm aufnimmt, warum sind dann Frauen, die gegen eure Richtlinien verstoßen, Twitch-Partner? Ergibt wenig Sinn, nicht wahr? Und das ist eines der Probleme, die mich einfach triggern. Ein weiteres Problem ist, dass man nicht auf Leute reagieren darf, die gebannt wurden. Die Leute dürfen doch eh schon nicht mehr streamen. Aber warum muss man die Köpfe von den anderen Streamern damit auseinandernehmen? Verstehe ich absolut nicht. Als ob jetzt jeder Bock hat, 20 Mal zu überlegen, ob sie auf dieses Video reagieren dürfen oder nicht. Alles verzögert sich dadurch einfach nur. Und ich finde, es ist schon Strafe genug, wenn ein Mensch gesperrt wird und nicht mehr auf Twitch streamen kann. Ja, also zum Teil darf man das irgendwie, also zumindest macht das KuchenTV ja des Öfteren und wird halt nicht gebannt. Du darfst halt in deinem Stream nicht als Hauptthema sozusagen vorkommen. Nur wann ist das mal Hauptthema? Oder wer interpretiert oder wer kann sagen, ob das Hauptthema ist oder nicht Hauptthema ist? Deswegen finde ich das schwierig. Ja, aber finde ich auch schade. Finde ich auch doof, die Regelung. Ne, dass man da jetzt nicht großartig das thematisieren darf, weil, ja, lass doch die Leute darüber reden, sowas ergibt für mich nicht ganz so krass Sinn. Warum dann noch extra die anderen Streamer damit bestrafen und abpacken? Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Was ich auch schade finde, muss ich an der Stelle sagen, und das sehe ich auch kritisch, du darfst, wenn du auf Twitch streamst und jemand ist gebannt, vielleicht ein Kollege von dir ist gebannt, dann darfst du mit dem nicht mehr interagieren. Also du darfst nicht mehr mit dem reden. Man darf den nicht mehr hören auf der Plattform Twitch. Ne? So ist es ja zum Beispiel bei Skurrows. Der durfte nicht mehr mit seinen Kollegen streamen. Der wurde halt ausgegrenzt. Obwohl die das natürlich auch nicht cool fanden, ihn auszugrenzen, aber das finde ich schade, wirklich. Als Beispiel habe ich da auch zwei FIFA-YouTuber. Nohand Gaming ist gesperrt auf Twitch. Wohingegen Bossio habe ich da auch zwei FIFA-YouTuber. Nohand Gaming ist gesperrt auf Twitch. Wohingegen Bossio seinen Mitbewohner auf Twitch streamt. Stellt euch mal vor, Bossio streamt auf Twitch und Nohand Gaming würde in sein Zimmer kommen. Man würde Nohand Gaming hören und sehen. Und was würde passieren? Twitch würde Bossio einfach so ohne Grund bannen. Genau so würde es kommen. Und das ist doch komplett übertrieben, meiner Meinung nach. Letzter Fun Fact: In den Community die Richtlinien gibt es noch eine kleine Paragraphen zu Gewalt und blutrünstigen Inhalten. Und ihr könnt euch vorstellen, keine Ahnung aus welchen Gründen auch immer, aber wenn ihr bluten würdet, wie zum Beispiel Nasenbluten, dann könnt ihr euch vorstellen, Twitch wird euch bannen. Was? Gewaltblutrünstige Inhalte, die sich vor allem auf die Darstellung von brutalem oder grundlosem Blutvergießen und Gewalt konzentrieren, sind verboten. Nee, Nasenbluten nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass Twitch nicht Nasenbluten bannen würde. Es geht wirklich darum, wenn man sich jetzt vielleicht selbst verletzt, jemand anderes verletzt und sowas. Also bei Nasenbluten ist das nicht der Fall. Es ist auch nicht der Fall, wenn du dir irgendwas aufkratzt und dann blutet das. Ne? Also das ist Quatsch.
bluten würdet, wie zum Beispiel Nasenbluten, dann könnt ihr euch vorstellen, Twitch wird euch bannen. Außer ihr seid die OnlyFans-Streamerinnen. Die haben Schutz auf alles. Fazit zu dem Ganzen. Twitch greift bei normalen Streamern sehr hart durch. Zum Beispiel damit, dass man nicht auf gebannte Streamer reagieren darf. Und auch allgemein kann man ganz einfach auf Twitch gebannt werden. Doch bei Streamerinnen, die einfach Twitch mit OnlyFans verwechselt haben, gelten keine Regeln. Was für mich die Kredibilität von Twitch einfach kaputt macht und dem Ruf von Twitch einfach nicht gut tut. Schreibt mir eure Meinung zu Twitch in die Kommentare. Seid ihr da anderer Meinung? Ich würde es gerne hören. Like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, also dieser Warsch, muss ich an der Stelle sagen, der das Video gemacht hat. Ich finde die Art, wie er die Videos macht, so auf ganz entspannte Basis, kann man sich sehr, sehr gut geben. Ne? Also er hat wirklich eine sehr, sehr angenehme, er hat eine sehr angenehme Stimme und er redet auch sehr angenehm. Also finde ich ganz fresh. Geht auf jeden Fall fit.